Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mal ins Sauerland gefahren und fahre mal nach, glaube ich, 4 Jahren wieder auf den Trail Ground Brilon. Mal schauen, wie gesagt, ich war jetzt 4 Jahre nicht hier, was sich verändert hat, was neu dazugekommen ist und so. Schauen wir uns mal an. Hab natürlich Smoothbreaker mit und ja, würde sagen, wir schauen uns einfach mal alles zusammen an und sehen uns auf dem Trail. Okay, ich bin jetzt hier oben am Hauptberg angekommen, unterhalb von Bielstein. Da oben war es gerade richtig windig. Vielleicht blende ich das gleich einfach mal kurz ein. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber hier ist es ja vielleicht windig. Mal jetzt die Hauptabfahrten alle hier runter. Schauen wir mal, wie es läuft. Grip mit den Schuhen bin ich heute nicht zufrieden, weil ich Schuhe ausprobiere. Aber naja. Ja, das so, das war wieder ein Abschnitt. Geht's direkt rüber zum nächsten Stück den Weg runter. Sehr schön. Sehr schön. So, und jetzt geht es direkt weiter auf den nächsten Abschnitt. Thank you.
Sehr schön. So, ich muss sagen, ich bin jetzt am dritten Berg angekommen und hierauf hat sich auf jeden Fall die Auffahrt schon mal verändert. Das heißt, der Trail wird auch etwas anders sein. Ja, okay, der Abschnitt ging jetzt schnell. Eieiei. Gut. Hier sind noch mal, kommen noch mal Aufnahmen von Streckenteilen, von Abschnitten, die zwischen dem dritten und dem zweiten, ich sag mal dem Hauptberg, oben im Bielstein liegen. Die sind jetzt nicht so spektakulär, aber machen trotzdem Spaß zu fahren und man nimmt sie natürlich mit, weil immer noch schöner als auf den Waldautobahnen unterwegs zu sein.
Okay. Okay, wir sind am Ende vom Video angekommen. Hat heute mal wieder richtig Laune gemacht. Ich gewöhne mich immer mehr ans Fahrrad. Und ja, hat sich ein paar Kleinigkeiten verändert. Macht aber wirklich Spaß hier zu fahren und es soll ja hier noch mehr werden, wie ich gehört habe. Ihr wisst, ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben. Lasst gerne einen Kommentar da. Ne? Und bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.